Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Valhalla mit mir, dem Jan. Jetzt werden wir, glaube ich, hier hingehen und dann hier ausrauben. Oder vielleicht auch erst diese Mission hier machen. Mal sehen. Also, erstmal holen wir uns jetzt hier den Aussichtspunkt. Ich habe ja jetzt schon einen Bogen. Eine Keule. Also ich habe auf jeden Fall vor, hier erstmal alles zu plündern und so gut wie es geht mir eine Ausrüstung zu sammeln, um dann gegen Gorm zu kämpfen. So. Fuck. Da war ich zu laut und habe einen Pfeil verschossen. Das wollte ich gar nicht. Als wenn. Was war das? Tote. Okay, hab ein bisschen Leder. Schon mal. Ein Eichhörnchen. So. Hier ist der Händler. Skana. Skana. Also ich muss auf jeden Fall hier noch mindestens die zwei Sachen. Und dann vielleicht noch den Speer. Ein Masterscharfer Stein wurde für die Jagd an einem langen, robusten Schaft befestigt. Okay. Ich muss los. Bis bald. Hier weiter hoch. Da hinten ist ein Steinkreis. Also ist das wieder ein Rätsel und keine wirkliche Nebenmission. Ach nee. Können da reinspringen. Dann gehen wir jetzt erstmal hier zu dem Steinkreis. Ach, warum Pfeil verschwenden? Wieso sind denn überall Schlangen? Drei Pfeile. Hinterlasse ich, Brenin aus Kleinfjata, Diener unseres Herrn, meine letzte Inschrift vor diesem heiligen Quell des Lichts. Hier endet meine Reise. Über 2 Jahre folgte ich der inneren Stimme meines Herrn, bis ich zu diesem Ort gelangte,
um sein Wort zu empfangen. Ich sah die Pforte mit den alten Inschriften. Ich hörte den Gesang seines Engels, der mich Geliebter nannte. Doch es öffnete sich kein Weg. Seine Stimme ruft mich noch, ist voller Segen, der mich quält. Doch der Weg, er bleibt verschlossen. Mein Weg in die Zukunft, er ist ungewiss. Muss ich vielleicht den Stein da hinten noch wegschieben. Das passt doch. Sieh mal nach, Sünen. Wo kann ich denn sonst noch hin? Habe ich schon mal erwähnt, dass ich diese Rätsel hasse? Hier ist doch falsch. Ist doch eigentlich schon da. Fall den Berg bitte jetzt nicht runter. Danke. Meine Güte, so. Ich spüre etwas. Licht und Hitze. Ah, vielleicht hier versuchen, irgendwie ein Thumbnail zu erstellen. Ja, Vorschau. So, das wird wahrscheinlich eh nicht mein Thumbnail. So sieht das doch eigentlich. Warum kann ich nicht hier einfach weiter weggehen? So. Vorschau. So, okay, das war's jetzt. Dann werden wir jetzt hier plündern. Es gibt noch so viel Reichtum. Wo sind die denn alle?
Und wir haben auch noch so viele Quests. Hier ist noch eine. 1, 2, 3. Sind aber noch 5. Oder geht die Welt hier noch ein bisschen größer? Keine Ahnung. Hier noch mal ein bisschen Eisen mitnehmen. Kommen wir hier irgendwie runter? Ja. Okay, hier sind zwei Schätze. Geht nichts. Gibt es hier irgendwie einen Aussichtspunkt hier da hinten? Der bewegt sich gerade wohin? Warum ist hier alles so streng bewacht? Was hast du zu verbergen, Gorm? Mann, wieso sind denn hier so viele Wölfe? So, was haben wir hier? Ein Lager nah beim Dorf. Gorm könnte dort sein. Der Anführer dieses Brückenlagers weiß vielleicht etwas über Gorms Verbleib. Zerknitterter Zettel. Die Glaskugel tut in dieser Höhle gar nichts. Ich muss weiter nach Norden zur nächsten Stätte reisen. Zu viel Zeit auf das Buddeln dieser verdammten Löcher verschwendet, Gorm. Also ich muss ja nur einsammeln. So, hier ist einmal noch eine Truhe. Hier hinten im Lager. So. Jetzt haben wir hier noch ein Lager. Okay. Dann gehe ich jetzt erstmal hier hin, mach das hier, hol mir dann den Aussichtspunkt, dann werde ich dahin gehen.
Dann den Aussichtspunkt holen. Dann wird gleich hier noch diese Mission machen, die hier irgendwie war. Also gegen den Elch kämpfen. Und dann neue Ausrüstung sammeln. Oder vielleicht ist ja auch hinten bei dem anderen Aussichtspunkt, wovon ich wahrscheinlich ausgehe. Also wovon ich ausgehe. Ein Händler. Ah, wer ist das denn jetzt? Bringt ihn zum Nachdenken. Du gehörst mir. Warum schmeißt er sein Schild weg? So, da hinten. Okay, ist schon weiter als gedacht. Was ja immer hier bergab und bergauf geht. Ja. Moment, einsammeln, ein Eisen. Oder ist da noch einer? Nein. Was erwartet uns hier? Steine stapeln. Eine Mission. Solange es nicht wieder heißt, bringe ich irgendwo hin. Nee, es heißt, rette mich vor den Bären. Müssen wir hoffen, dass alles war. Ein Lager von Bären überrannt. Nun bist du sicher. Ich danke dir, Schwester. Ich fühlte mich so wehrlos. Ich habe sogar versucht, einen Schlüssel, den ich gefunden habe, als Waffe zu benutzen. Das Biest hat ihn verschluckt. Jetzt erfahre ich nie, welches Schloss eröffnet. Und wie kam es, dass du hier festsaßt? Meine Freunde, die Zahnbrecher, waren bei mir. Aber wir wurden getrennt, als ich mich auf die Suche nach dem Schloss machte, für das mein Schlüssel passt. Jedenfalls fühlte ich mich durch dieses verlassene Lager. Und da tauchten sie auf. Bären. So viele Bären. Ich muss erst mal durchatmen. Okay. Ruhe plündern. Da ist der Brief oder so. Lord Gorm, dein Plan, Bären für den Kampf abzurichten, hat Rückschläge erlitten. Doch wir versuchen es weiter. Okay, dann werde ich jetzt hier den Aussichtspunkt holen.
Da hinten, okay. Ist ein Händler. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao.